So, zurück bei Prime 2 Echoes. Prime 2 Echoes, Metroid Prime 2 Echoes. Jetzt. Also, Retro wollte politisch korrekt sein, sonst hätten sie den Darksuit Nigger Suit genommen. Mann, ey. Ey, das. Ich dachte, du findest sowas okay. Ja, aber man kann nicht einfach einen Nigger Suit nennen. Why not? Sonst würde ich keine Energy Tanks, sondern Wassermelonen sammeln. Okay, das war jetzt racist. Das, was ich gemacht habe, war nur ein Spaß, aber das war racist. Ich stehe auch auf Wassermelonen. Ey, Russen stehen auch auf Wassermelonen. Echt? Stehen die auf Wassermelonen? Also, ich stehe auf Wassermelonen. Und irgendwie mein Vater, also keine Ahnung, scheinbar die ganze Sowjetunion steht auf Wassermelonen. Stimmt, mein Vater liebt Wassermelonen auch überhaupt. Siehst du, ja, okay, Serbien war jetzt nicht unbedingt. Aber halt, ja, die ganze Ostfront da. Ja, vor alles östlich von Österreich. Richtig. Heißt auf Russisch Arbus. So, jetzt muss ich mal. Muss ich mal gucken, wo ich eigentlich lang muss. Wir haben einen Buswächter besiegt, nach irgendwie. Beim 9. Versuch. Beim 9. Versuch, nicht ungefähr, es war beim 9. Versuch. Okay. Und hiermit nochmal in your face, Zuschauer. Ja. Was sagt ihr jetzt, hä? Ja, ihr unterschätzt schon zu fucking. Oak. Er hat 13 Arena-Leiter gewonnen. Oh ne, ich muss hier. Du musst jetzt. Im Fußballhub kann ich alle U-förmigen Gebilde erkennen. Stimmt. Das stimmt sogar. Confirmed. findest du da hinten nicht irgendwie ein Upgrade? Nicht, dass du jetzt. Kann gut nicht, sein. Dass du jetzt accidentally reinlatscht. Nee. Okay. The Gate. Ah ja, hier war die Speicherstation in Loop. Alter, die Musik. Ich hab zwar nur gerade zwei Tunes gehört, aber egal. Warte, ich kann's für dich nicht so lauter machen. Wird's in der Aufnahme dann auch lauter? Nee, okay. In der Aufnahme nicht. So, jetzt kann ich das hier nämlich betätigen. Ah, jetzt hör ich dich auch. Echt? Ja. Zumindest kommst du mir vor. Du hast angegriffen. Ah, okay. Ich weiß, dieser Lichtbringer hier. Das sind hier die geilen Grincher. Oh, die Grincher. Oh, so kurz an sich, ich muss eigentlich nur noch. Ja, du musst wieder zurück in diese. In die Dings. In das Tempelgebiet da. Ja genau, jetzt muss ich überlegen, was ist der beste Weg dorthin. Einfach den normalen Torbusweg zurückgehen. Also den Weg, wie du hergekommen bist, weil. Wobei, nee, Quatsch, eigentlich müsst. Hier lang. Prime hat immer dann neue Transporter, wenn du genau dorthin musst. Normalerweise ist das immer so aufgebaut. Du musst selten den Weg wirklich zurücklatschen. Aber es ist, glaube ich, schneller, wenn ich das mache. Nicht? Okay. Ah, nee. Was heißt das? Stimmt, ich könnte. Also, normalerweise laufe ich immer alles zurück, aber diesmal hast du recht, ich könnte eigentlich den Transporter nehmen. Wenn ich. Ja, jetzt kommen doch die Seeker Missiles, oder? Ja, jetzt kommen die Seeker Missiles. Das heißt, die waren doch. Da musst du doch ein Boostball-Rätsel machen. Richtig cooles. Genau. Das war. Ja, das war in der hellen Welt, oder? Ja, ich gehe jetzt mal einfach mal zurück. Tempelanlagen. Ich bleibe ruhig dabei, die Inseln müssen anders gehen. Oh nein, ich dachte schon wieder. Ey, ich sag jetzt nicht, dass sie die Guten sind, ich sag, sie sind misunderstood. Okay? Okay, misunderstood können ja viele sein. Ja, weil die Sache ist ja die, sie können ja quasi hergekommen sein und wollten irgendwie was anbieten, ja? Dummerweise, und die Ingen wussten halt nicht, dass die Luminov nicht die dunkle Atmosphäre vertragen. Und dann sind halt unzählige Luminov dabei krepiert und die Ing haben das halt nicht gerafft, dass das schädlich ist für die. Und deswegen haben die Luminov dann gesagt, okay, wir müssen sie angreifen und dann haben sie sich die Ing doch nur gewehrt. Wow. Kann natürlich sein, aber. So. Ist trotzdem kein Grund, ein Genozid zu führen gegen den Nachbar aus auf demselben Planeten. True. Akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ja, aber Samus. Ich kann verstehen. Samus ist die Böse, weil sie mischt sich voll ein.
Ja gut, stimmt danke. Wären die Ink zuerst keine gekommen Ahnung. Und hätten gesagt, ja, die Luminov zerstören hier alles, dann... Ja, was soll ich sagen? Ich kann verstehen, dass der Busse-Wächter vielleicht misunderstood war. Ja, er war misunderstood. Er war einfach nur abhauen. Du hast keine Missiles mehr. Ich weiß. Okay, kommst du, gehst du jetzt nach unten? Nein, geh ich nicht. Ich muss erst die Sieg-Mission zerstören. Stimmt. Dann nehme ich hier... Warte, hier ist ja ein Transporter, aber den komme ich erst mit den Sieg-Mission. Eben, da muss ich doch. Ja, doch. Ganz normal zurück. Oh, okay. Sri. Was würde ich sagen? Ja, der Bußwächter war misunderstood, weil alle seine Kollegen, ja. Also der Jumpwächter war auch misunderstood. Jetzt überleg dir mal, du bist zwischen den normalen Ing. Normalen Krieger-Ing, ja, und dann kommen halt. Hat halt einer quasi die Boostfähigkeit und einer die Jumpfähigkeit, ja. Die können ja nicht mal normal in den Krieg ziehen. Oder mal kurz so zum nächsten Kaffeeshop laufen, um ein Käffchen zu trinken. Weil der eine ist die ganze Zeit super schnell, super rasend, weißt du? Okay. Der andere bounced die ganze Zeit durch die Gegend, ja? Und dann lachen die so, ihr habt Joso Tech. Und die waren halt misunderstood, so von wegen so, quasi wie Mutanten, die eigentlich beide sind, aber von der genau, Seite genau, wie ein X-Men. Okay. Wow. Ja, oder Deus Ex-Style. Ja, genau. So wegen, genau. Toll. Toll. Mit Purity first. Ja, so von wegen, ja, ihr seid keine richtigen Ing mehr, ihr seid optimiert. Weg da, Optis. Irgendwie hab ich jetzt Lust, Humus zu verprügeln. Aber schön. Schön classic hand to hand. Ja, see to see. Ja, hoffen wir nur, dass Humus kein Kraftmager kann. Das wäre nämlich ziemlich beschissen. Natürlich kann Humus Kraftmager. Toll! Great. Vielleicht kann Samus Chozo Kung Fu. Ja gut, sie hat ja jeden speziellen Kampfstil. Ja. Die steckt ihren USB-Port in deine Fresse. Das reicht schon. Echt, ist nicht effektiv. Gott, ich hasse... Ich hasse das. Ja, Gott. Jetzt kurz hier zurück. Zum Glück gibt's hier diesen Shortcut. Oh, weißt du, jetzt fällt's mir gerade auf. Ja gut, Prime ist ja eh fast nur mit ohne Quatsch. Du hast kaum Säugetiere in Prime. Durch fast ja nur Insekten und Amphibien. Wofür ich wirklich dankbar bin, ist, dass es keine Hunde in Prime gibt. Weil wenn es Hunde in Prime gibt, wären sie bestimmt ein Pain in the Dick. Ja. Weil Hunde sind in jedem Spiel ein Pain in the Dick. Überall. Ja. Außer in den. Wobei, doch selbst in den Tendogs sind Hunde ein Pain in the Dick. Ja, weil man sie nicht zufrieden macht. Ja, Alter. Ja, erstens sind sie nicht zufrieden und zweitens, Alter, wie die einfach zu blöd sind, teils die Frisbee. Wie die teils zu blöd sind, die Frisbees zu fangen. Mann, ey. Ja, Gott. Ich glaub, das Spiel hat für mehr Kriege gesorgt als Call of Duty. Ja, fuck, warte mal. So. Jetzt kommt ein ziemlich cooler Raum. Jetzt kommt. Ah. Und jetzt kommt jetzt gleich. Jetzt kommt das Rätsel. Genau. So. Heiliger Raum. Oh ja, Mann. Ey, da liegt ein Dead Body. Oh, gucken. Ah ja, das sind ja die, genau. Bioscan-Abschluss. Dieser Luminov ist seit 3,3 Dekazyklen. Handelt sich um einen Luminov hohen Alters. Alter liegt schätzungsweise bei 4,2 Zentizyklen. Das vorgeschrittene Alter hielt ihn jedoch nicht davon ab, sein Gebiet im Kampf zu stellen. Kriegsveteran. Dieser hier ist seit 3,3 Dekazyklen. Das Scan weist aus, dass dieser Luminov zum Zeitpunkt seines Todes sehr jung war. Vermutlich war das Zens noch nicht abgeschlossen. Die Tatsache, dass ein Kind zum Kampfansatz rekrutiert, macht deutlich, wie verzweifelt die Luminov. Dass der noch ein Kind gewesen ist, war schon ziemlich gut.
Also, wie ging das jetzt hier nochmal? Stell ich halt irgendwo rein und spin Start. Einmal. Ja, man muss halt rein nachgehen. Das ist... J... Der vierte... Alter, ich hatte Cola im Mund. Das wäre gefährlich geworden. Okay. Das ist X-Quar, der erste Hüter. Jesus! X-Quar! Das ist... Ah, Faumos, das ist die Mutter von Humus. Baumos? Ihres Sohnes Humus. Sie ist, genau, bei der Geburt ihres Sohnes Humus, der späten, der fünfte. Der starb Faumos. Toll, bei der Geburt starb. Das ist die dritte Hüter. Und der zweite Hüter namens Q-Cis. Das ist der Ur-Ur-Urenkel von einem Antagonisten aus Pokémon Black and White. Oh man, stimmt. Weil der heißt Getsis und der heißt Kupsis. Jetzt muss man eigentlich, soweit ich weiß, muss man das hier so lange drehen, bis die richtigen... Ach, das ist wie Glyphen. Wie die Glyphen, stell ich dir. Ja, genau. Halt der Reihe nach, wenn man scannt, dann muss man halt der Reihe nach der Hierarchie quasi... Ich hab da beim letzten Mal voll lang gebraucht. Da wollte ich eigentlich wieder gehen, aber du kommst ja nicht. Ja, aber du kommst ja nicht mehr raus. Ja gut, ich sag's mal so, als ich das gemacht hat, hatte ich schon den Glyphen hinter mir, dann war das ein Piece of Cake. Ja gut, stimmt, ja. Ah fuck. Dann bekommen ein ziemlich cooles Item. Das erste Item in der Metroid-Geschichte, die einen Ursprung in der Prime-Trilogie hat. Und was jetzt? Das ist quasi das erste, was nicht von den Chozo kommt. Ich dachte mir übrigens, als ich es erstmal gesehen habe, so, what the hell is this? Ich habe übrigens voll lang versucht, in dieses Portal da hinten zu kommen. Ah, okay. Ich hab mit Bombensprüngen, Screwer, ich hab alles versucht. Screwer? Ja, ich bin später extra nochmal hierher gekommen. Aha, ja, wie kommst du da hoch? Ja, gar nicht. Ach so, da kommst du nur raus. Genau. So, Zielverfolgung. Guck, Zielverfolgung. Voll komischer Name. Ja, gut. Ich auch so, hä, was? Im Englischen als Zielverfolgung. Ja, wieso nicht Verfolgungsmissile oder was weiß ich? Weil Zielverfolgung, ich so, hä, meine Missiles sind schon zielsuchend. Nein, Sam, what the fuck, jetzt hast du 5 Missiles verschwunden. Oh fuck, stimmt, was mache ich jetzt? Naja, du hast... So, gedrückt halten, um die Zielverfolgung auf das erforderliche Energieniveau zu bringen. Zur Zielverfolgung die Markierung... Ziel platzieren. Okay, mal gucken, was Samus dazu meint. Aber wobei, nee, kack. Komm, Samus Notiz. Sie hat sich mit Notizen gemacht und never used that thing. Wobei, doch, ich will jetzt... Ich will mit... Ja, mach. Hör sie dir an. Wissen, diverses Waffensysteme. Missilesysteme. So. Die Zielverfolgung erlaubt es, mit dem Raketenwerfer mehrere Ziele zugleich zu erfassen. Das erforderliche Energie haben wir schon gehabt. Samus Notizen. Durch einfachen Wechsel der Blickrichtung lässt sich die Zielmarkierung des Videos aus. Zur Zielerfassung genügt den Feind hinweg. Maximal lassen sich 5 an. Ist es möglich, ein einzelnes Ziel mit der Markierung mehrfach zu erfassen. Werden Missiles mit dieser Technik abgefeuert zu verfolgen, sie erfassen die Ziele selbst. Nice. Okay. Ja, das ist ein ziemlich cooles Item. Das Ding ist halt nur, wenn du, um das zu machen, musst du nicht verschießen. Außer du machst kurz einen Charge bei mir ins Nirgendwo und dann... Ja. Jetzt kann man da Türen öffnen, die Ziele haben, muss aber trotzdem gut hinstellen, aber man kann das verfehlen. Okay. Alter, nehmen wir mal an, du hättest jetzt alle Missiles verschossen. Wo kriegst du Missiles? Ja, da hinten in dem Raum für so kleine Motten. Ah, okay, okay. Ja gut, da haben sie. Da haben sie dann gedacht. Ja, echt. Ach, da jetzt kommt so ein Dead End. Speichern. Hey, du hast 10 Missiles. Ich hab 10 Missiles und somit haben wir jetzt dieselben Dein Schiff! Regeln. Mit dieselben Regeln wie bei Prime 1. Ja. Zum Glück hast du
diesen Run zuvor versucht und hast dann erkannt, dass du, wenn du zuvor einen Tank aufsammelst, also einen Container, hast du 15. Das wollte ich ja nicht. Na gut, eigentlich ist es so, dass ich habe ja den Boostwächter noch nicht besiegt. Also habe ich die Seeker-Missiles nie bekommen. Ich habe mich nur damals immer gefragt, warum hast du 255 Missiles? Ja, stimmt. Und dann ist mir aufgefallen, beim Run-Through. Nee, Quatsch, dann habe ich mir deine Videos angeschaut. Und dann gucke ich vor und nach dem Leben. Dann sehe ich, du hast 5 mehr. Dann habe ich dir davon berichtet. Genau, und dann habe ich das zum Glück, weil sonst hätte ich genau das gleiche gemacht wie du. Jetzt wird jetzt nichts mehr erhöht. Leider. Ja, komm schon. Ja, gut. Jetzt geht's zurück nach Korb. Ja, Torbus! Und jetzt gehen wir dorthin, wo du es gerne hättest. Jawohl. Die Musik ist so geil. Ja, gut, die Musik ist nicht. Ja, stimmt. Sogar das dunkle Torbus klingt ein bisschen Torbus. Mäßig, weißt du? Mäßiger. Ja, du hast hin und wieder diesen. Genau. So, aber bei Argon oder. Aegon. Onyx. Onyx. Wäre übrigens der perfekte Ort für Onyx. Stimmt. In Argon hörst du die ganze Zeit nur. Dum, 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 dum. Ja, das ist voll scheiße. Die ganze Zeit dieses. Nee, ich find's gut, weil es unterstreicht wirklich die Atmosphäre, ja. Und du fühlst dich wirklich trist und du fühlst. Staubtrocken. Ja, genau. Ja, hast recht. So. Im dunklen Argon, das klingt einfach nur fucked up. Ich hab, glaub, nach einer Stunde oder so im dunklen Argon habe ich meine Headsets abgelegt und hab mit TV-Lautsprecher weitergehört. Weil das fickt dein Brain die ganze Zeit. Ja, da ist Torvus selber. Und ja, Torvus, keine Ahnung. Klar, es ist alles fucked up und es ist eigentlich ein fucking, naja, Sumpf. Aber egal. Die Vorstellung, wie geil das da immer gewesen sein muss. Ja, ich stelle mir das richtig geil vor. So voll das tropische Waldparadies. So ein Erholungsort für Luf. Für Luminov, genau. So Tropical Island. Tropical Islands. Haben sie im TV bestimmt irgendwelche Surf-Werbung gemacht. Ob die TV hatten? Luminov. Of course haben sie TV. Ich meine, so advanced wie sie sind, man, dann müssen sie TV haben. Wäre schlimm. Ja, aber vielleicht wollten sie kein TV. So, okay, jetzt. Ja, okay. Gehen wir hier lang. Dann wussten sie ja, glaube ich, schon. Ja. Jetzt kommen wir ziemlich. Irgendwie, das war eh immer so wie Teil 2 von Torus. Ja, einfach. Weil die Musik ist die anders, das Feeling ist anders. Die Map ist. Alles die, ja, gut, nee, es ist immer noch die gleiche Map. Ja, aber halt Untergrund. Ja, du kommst halt mit alles für sich. Es ist so wie bei den Phaser Mines. Du hast ja, genau, drei genau, verschiedene genau. Stufen und hier hast du einfach. Das ist jetzt kommt ein. Schade eigentlich, dass es keine separate Map ist, weil es ist übelst verwirrend. So, was wolltest du sagen? Das ist richtig geil. Was wolltest du sagen? Jetzt kommt ein Remake. Ein Remix von Super Metroid. Ja, aber ich weiß nicht von welchem Track. Den habe ich in Norfair, glaube ich, oder? Norfair, glaube ich. Maradiri, irgendwas komisches. Norfair müsste es gewesen sein, ja. Ist doch noch. Ich such's mal. Zum Glück ist sie auch wie in der Speicher. Ridley's Hideout. Nee, das ist nicht. Ridley's Hideout. Oh, das ist Magma Caverns. Ich hör's genau. Grad. Irgendwas mit M, glaube ich, was. Lower Norfair ist es vielleicht. Lower Norfair. Hoppla. Das waren schon wieder die Caverns. Dann ist es Upper Norfair vielleicht. Upper. Nee, Upper.